Also, was machen wir jetzt? Bei den Quests. Wir müssen mit dem Spieler sprechen. Mal schauen, ob der Spieler jetzt da ist. Dann schauen wir mal. Bin ich mal gespannt, ob wir jetzt hier einen Spieler haben. Der ist da, ja. Ich wette, ihr habt Glück beim Würfeln. Mal so, mal so. Ich schlage ein ehrliches Spiel vor. Ich könnte euch beim Wort nehmen. Ich sehe auf den ersten Blick, dass ihr weit gereist seid. Es ist wahrlich eine Ehre, mit einem Mann wie euch zu spielen. Ich bin ein Hexer. Habt ihr keine Angst, ich könnte die Würfel verzaubern? Ich verliere lieber ein Spiel gegen einen Mann von Welt, als gegen ein Landei zu gewinnen. Diese Bauern hier spielen doch nur um Kohlköpfe. Ein Jägersmann frequentierte einst dieses Etablissement, aber ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen. Ihr werdet ihn wohl niemals wiedersehen. Er hatte gerne hohe Einsätze, aber leider kein Glück beim Würfeln. In der Liebe hatte er auch kein Glück. Wenn ihr das sagt. Silberschwert. Sagt euch das was? Warum fragt ihr? Ich habe keine Zeit für Schwätzchen. Nehmt's mir nicht übel. Woher habt ihr das Schwert? Ich habe es gewonnen von einem Gärtner. Wo finde ich ihn? Im Garten von Majorans Krankenhaus. Okay. Dann gehen wir mal da Hallo sagen. Wollt ihr euch ein wenig entspannen, mein Hübscher? Nur ein wenig? Kommt drauf an. Ich bin für alle Vorschläge offen. Plaudern wir. Na gut, reden wir. Aber ich hoffe doch auf mehr. Überrascht mich. Liebe ist wie eine Birne. Süß und wohlgeformt. Versucht einmal, ihre Form zu beschreiben, aber ohne Birne zu sagen. Versucht doch, sie mir zu zeigen. Nicht so hastig. Wir haben uns doch eben erst kennengelernt. Habt ihr Arbeit für einen Hexer? Ein paar Männer machen mein Mädchen Ärger. Kümmert euch darum und wir belohnen euch. Großzügig. Und was soll das für eine Belohnung sein, bitte? Ja. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wo kann ich sie finden? Ich kenne drei Plätze, die sie nachts frequentieren. Markiert sie auf meiner Karte. So, dann wissen wir schon mal, was wir nachts tun werden. Aber zuerst gehe ich mal in den Garten. Oh, was haben wir denn hier? Seid ihr der, von dem Siegfried gesprochen hat? Siegfried? Der Ritter aus den Kloaken? Ihr seid es wirklich. Diese Gorgo hat uns eine ganze Weile Ärger bereitet. Ich habe gehört, es soll ein harter Kampf gewesen sein. Sie war jung und schnell erledigt. Was führt euch her? Wann seid ihr dem Orden beigetreten? Das ist schon etwas her. Mein Vater war ein Waffenschmied und ich trat in seine Fußstapfen. Was macht der Orden in Vizima? Wir helfen beim Kampf gegen die Pest, wahren den Frieden und kämpfen gegen Ungeheuer. Da habt ihr ja eine Menge zu tun. Wir schützen das Volk und tragen das Licht der ewigen Flammenrose. Verkauft ihr mir eure Waren? Siegfrieds Freunde sind hier immer willkommen. Wenn ihr etwas kaufen möchtet, dann sprecht mit meinem Lehrling. Ich bin für Schmiedeaufträge und Sonderbestellungen zuständig. Wo ist denn der Lehrling? Seid gegrüßt, Herr. Kann ich euch helfen? Seid ihr der Lehrling des Schmieds? Herr, ich fege, heize die Öfen an, führe das Geschäft. Darf ich mich mal umsehen? Wie ihr wollt. Bin ich mal gespannt. Oh, 5000. Was? Alter. Das ist aber ein bisschen viel, ne? Und ich habe gedacht, ich würde mit meinem Geld etwas gut dastehen, aber 5000 ist doch etwas zu viel.
Ja, die Quest hier. Wo war der Typ? Das ist hier. Wo ist denn der Typ? Unbekanntes Kraut. Wo läuft denn der? Hallo? Wo ist denn der Typ hier? Ist das der Gärtner? Ja. Der Garten des Krankenhauses bedarf der Pflege. Ihr scheint Gefallen an eurer Arbeit zu haben. Gefallen? Ich liebe Pflanzen und kenne sie gut. Ich habe meinen Lebensunterhalt mit Blutvergießen verdient. Das ist meine Chance, Frieden und Ruhe zu finden. Blutvergießen? Ich bin nicht stolz darauf, aber einst hatte ich mich als Söldner verdingt. Doch das liegt alles längst hinter mir. Hier bin ich zufrieden. So, dann fangen wir jetzt mal an, die wichtigen Sachen zu besprechen. Silberne Schwerter interessieren mich mehr. Ah, ich wusste, dass einmal einer von euch kommen würde. Ihr habt es beim Würfelspiel verloren? Ich war ganz sicher, dass ich gewinnen würde. Hütet euch vor dem Trickser. Er spielt gut. Woher habt ihr dieses Schwert? Vor 5 Jahren fand bei Brenner eine Schlacht statt. Als sich der Staub legte, hatten unsere Männer die Nilfgaarder bezwungen. Seit jenem Tag bezeichnen wir uns nicht mehr als kaiserliche Provinz. Ihr habt dieses Schwert in der Schlacht erobert? Ja, es gehörte dem Hexer Köhn, ein Prachtkerl von einer seltenen Art, allerdings nicht sehr gesprächig. Wie die meisten von uns. Ich gab ihm mein Wort, dass das Schwert den Weg zu einem anderen Hexer finden würde. Als er im Sterben lag, murmelte er etwas von Zähnen und Schicksal. Dann lachte er im Angesicht des eigenen Todes. Und ihr habt es im Spiel verloren. Ich hielt es 5 Jahre lang versteckt. Die Hoffnung, dass ich je einem anderen Hexer begegnen würde, hatte ich dann aufgegeben. Fräulein Shani kannte Köhn ebenfalls. Sie arbeitet im Krankenhaus. Danke für eure Hilfe. Viel Glück auf euren Wegen. Ich bin wegen der Anzeige hier. Ihr seht wie ein Krieger aus. Könntet ihr Ichinopse für mich töten? Gewiss doch. Bringt mir ihren Wurzelstock als Beweis. Seht nur, wie sie wachsen. Erzählt mir von eurem Leben als Söldner. Bringt mir einen Happen zu essen, dann reden wir. Köstlich. Erstaunlich, wie ehrbare Arbeit den Appetit anregt. Hab Dank, Hexer. Ihr wolltet sagen... Im Krieg habe ich als Söldner unter der Holden Hildgund persönlich gedient. Ihr habt sicher gehört, was für eine Kriegerin sie war. Was für eine Frau. Starke Frauen. Sie sind das Beste auf der Welt. Wohl wahr. Wir konnten es mit jedem aufnehmen. Ich habe als Mitglied des Söldnerkorps der Holden Hildgund die halbe Welt gesehen. Wir waren sogar in Serikanien. Das ist sehr weit weg. Es war die Hölle. Heiß wie in einem Ofen und feucht wie in einem Dampfbad. Wir haben die Eingeborenen massakriert, während Serikanien uns massakriert hat. Dort gibt es Fliegen, die einem nachts in die Nase kriechen und ihre Eier ablegen. Dann fressen sie einem das Gehirn auf und kriechen aus den Augen raus, wenn sie zu Fliegen herangewachsen sind. Abscheulich. So sind viele von uns gestorben. Ganz zu schweigen von Krankheiten, giftigen Spinnen und Schlangen und vielen anderen Drangsalen, deren Namen ich noch nicht mal kenne. Ich sah sogar ein gestreiftes Pferd. Nach fast 8 Monaten Kampf im Dschungel mussten wir den Rückzug antreten. Man kann keinen Krieg gewinnen, wenn man den Feind nicht findet.
Das war die einzige Niederlage, die die holde Hildgund je einstecken musste. Interessante Geschichte. Danke. Seht nur, wie sie wachsen. Fürchtet ihr die Pest nicht? Mein Garten spendet Freude. Wenn Melitele beschließt, dass meine Zeit gekommen ist, werde ich glücklich gehen. Adieu. Oh ja. Also. Dann gehen wir erstmal zu Shani. Die ist ja hier drinnen. Dann reden wir mit ihr. Kein Durchgang. Ich gehe rein. Da drin sind kranke Patienten. Ich dulde nicht, dass ihr die Pestilenz verbreitet. Ich vergeude meine Zeit. Wir dürfen rein? Kein Durchgang. Ich gehe. Da drin sind... Linksklick während eines Gesprächs auf Bestechung, um eine Summe zu bestimmen und zu versuchen, damit Charaktere zu bestechen. Die Charaktere reagieren unterschiedlich auf Bestechungen und manchen mag gar beleidigt sein, wenn das Bestechungsgeld zu niedrig ausfällt. Kommt wieder, wenn ihr es ernst meint, Gauner. Wie ihr wollt. Oh, Entschuldigung. Gut, wie kommen wir jetzt am besten in das Krankenhaus? Ich probiere mal von der anderen Seite. Vielleicht geht's da auch. Oh, da gibt's keinen Eingang. Na gut, dann auf ein neues. Wir bestechen etwas mit etwas mehr Geld. Vielleicht klappt's ja. Ich hoffe, es klappt. Kommt wieder, wenn... Wie ihr... Trottel. Ja, da waren wir ja. Ja. Dann befragen wir mal Vivaldi. Der ist hier oben irgendwo. Das ist so die Zwergenbank, oder? Die alten Völker. Zwergenhandwerker und Elfenkünstler. Man seinen Besitz verteilen. Das Vivaldi-Haus. Dann werden wir mal einen schönen Besuch abstatten. Hallo, Vivaldi. Was wollt ihr? Seid gegrüßt, Zwerg. Rassenvorurteile. Und das gleich beim ersten Spruch. Wie soll ich euch denn nennen? Pah, ihr seid wie alle anderen, wie die ganze verdammte Stadt. Wie Visima. Die Menschen kriegen alles, wir kriegen nix. Ich bin weder Bewohner Visimas, noch bin ich ein Mensch. Was seid ihr dann? Ein Hexer. Ein Mutant. In dem Fall tut es mir leid. Ich bin Golan Vivaldi. Mein Vetter, Wimme Vivaldi, begegnete einst einem Hexer, anscheinend einem Schuldeneintreiber. Ich bin Geralt und kein Schuldeneintreiber. Was führt euch hierher? Ja. Ich suche nach dem Anführer einer gewissen Organisation. Ihr habt mich im Verdacht, weil ich ein Zwerg bin? Ich habe mehrere Verdächtige, nicht nur Zwerge. Was wollt ihr? Ich behalte euch im Auge. Kommt wieder, wenn ihr wisst, wovon ihr redet. Ich würde gern über die Salamandra reden. Warum? Das Geld für die Kaution des Professors stammt aus eurer Bank. Mit diesen Verleumdungen kränkt ihr mich sehr. Aber... Generationen von Vivaldis haben diese Bank aufgebaut. Und ihr behauptet, dass unser Geld Verbrechern zugute kommt? Raus! Ich glaube euch nicht. Nur ein Haufen von Verdächtigungen. Für den Moment muss ich von eurer Unschuld ausgehen. Ihr habt rassistische Vorurteile überwunden und die Wahrheit erkannt. Sagt mir Bescheid, wenn ihr den wahren Übeltäter entlarvt habt. Mich interessiert brennend, wer es ist.
Ja, da wirst du noch Augen machen, Kleiner. Denn wir werden rausfinden, wer es ist. Rassist! Wollt ihr euch lustig machen oder mich angrapschen? Verschwindet! Was bist denn du für ein Vogel? So, was haben wir noch hier? Gut, gehen wir mal um Mitternacht zurück. Ich gehe erstmal schlafen, damit es Mitternacht wird. Und dann werden wir mal sehen, was... Ihr bringt nur Ärger. Bla, Kleinalte. Ruhe. Ich gehe erstmal nur hin und Mitternacht lassen. Und dann werden wir die Orte absuchen, wo jetzt die Prostituierten stehen. Und werden die retten. Um Mitternacht. Bitte was? Euer Ende ist gekommen. Alter, der hat angefangen. Oh nein. Alter, was? Was ist denn das für ein Vieh? Was zum Geier ist das für ein Vieh? Alter. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Gut, dann gehen wir mal dahin. Boah, was ist denn das für ein Vieh gewesen? Das war ja echt stark und das hat es auch irgendwie schnell regeneriert, muss ich sagen. Und wenn das einmal beißt, dann ist man im Arsch. Hallo Carmen. So, bis Mitternacht und los geht's. Bitte nicht nochmal. Bitte, 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 bitte. Gut. Also. Wo war die erste Quest nachts? Ich muss die Quest vielleicht auch markieren. Keine Spur von Javed oder dem Professor, aber diese Kerle sollten kein Problem sein. Dann mal los. Für wen hält der sich? Wer ist das? Das war so aber nicht abgemacht. Ganz ruhig. Nur ein Hexer. Ihr wisst doch, dass Hexer Golems sind. Kein eigener Wille, befolgen Befehle schnell und widerspruchslos. Richtig, Geralt? Richtig. Seht ihr? Kein Grund zur Angst. Ihr seid auch nicht gerade allein gekommen. Und jetzt handeln wir. Ich traue ihm nicht. Er soll ein Mörder sein und mehr als ein Dutzend unserer Leute aufgeschlitzt haben. Spielen wir nicht, wer hat wen getötet. Das ist Vergangenheit. Uns interessiert die Zukunft. Eure Zukunft, die unangenehm wird, wenn Javed erfährt, dass ihr ihn betrogen habt. Und glaubt mir,
Er erfährt es schnell, wenn ihr nicht redet. Eine leere Drohung. Mir macht ihr keine Angst. Genug. Wo ist Yavet? Wo sind die Hexergeheimnisse? Spuckt es aus, ehe ich euch an die Ratten verfüttere. Vincent, haltet ihn auf! Ich weiß nichts. Ich war Assistent des Buchhalters der Salamandra. Yavet vertraute mir nicht mehr. Ich weiß nicht, wo er ist oder was er vorhat. Und der Professor? Ich weiß es nicht. Der ist weggegangen. Blödsinn. Ihr braucht nur Zuspruch. Ihr habt mir als Gegenleistung für meine Aussage Schutz versprochen. Beim Grab meiner Mutter, ich weiß nichts. Haltet ihn auf, ihr seid auch ein Ordnungshüter. Das ist Mord. Wollt ihr daneben stehen und zusehen? Nein, ich gehe. Außerdem weiß ich, dass ihr bei der Ermordung von Raimunds Familie die Hand im Spiel hattet. Hexer, bringt es schnell hinter euch. Ihr Dreckskerl! Oh, ihr Arme. So, schnell den Kampfstil wechseln und los geht's. Viel mit dem Schwert gefackelt. Oh, da ist noch Geld dabei, geil. Wenigstens etwas lassen die immer übrig. Oh, Entschuldigung. Ich war nix. So. Den hätten wir abgeschlossen, die Quest. So. Leichte Mädchen. Das wäre dann in die Richtung. Schön für dich. Dann kratzt sie dir doch. Das ist da oben hin. Bin ich mal gespannt, was jetzt da auf mich wartet. Das geht doch gar nicht. Haut ab, Kumpel. Lass die Dame in Ruhe. Ihr habt Mitleid mit einer Hure? Bevor ihr geht, entschuldigt ihr euch noch für euer schlechtes Benehmen. Ihr seid nicht bei Trost, alter Mann. Haut ab, bevor ich euch absteche. Nachdem ihr euch entschuldigt habt, geht zu Hauptmann Vincent. Sagt ihm, ihr seid ein Verbrecher und eine Ratte. Zieht euer Schwert, Streuner. Ich töte niemals unbewaffnete Leute. Ihr habt eure Chance vertan. Auf ihn! Ich werde euch töten. Blöder Vogel. So, die sind gerettet. Der Mickrige sollte es das nicht wert. Wie war? Da hinten ist noch was. Ist das hier? Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt hier kommt. Seid ihr taub? Wie komme ich hier raus? Okay, das war fies. Ich muss mal andersrum gehen. Und dann kriegen die auch was auf die Fresse. Weil das geht ja gar nicht, dass die Frauen bedrohen. Egal, ob das jetzt Prostituierte sind oder normale, das ist ganz egal. Verschwindet! Ich habe geschäftlich zu tun. Verschwindet oder ich töte euch wie einen Hund. Versucht euer Glück. Ergreift ihn!
schön. Ist das, ja, okay, ist Stahlschwert. Dachte jetzt schon, das wird das falsche Schwert sein. Ihr seid tot. Ich werde euch töten. Ja, ernsthaft? Genauso wie ich euren Kollegen töte. Danke, Zwerg. Das war eine gute Idee und eine gute Zusammenarbeit. Scheiß auf friedliche Koexistenz.